Bis zu 20.000 Besucher kommen diese Woche ins Wiener Ernst-Happel-Stadion. Aber nicht zu einem Fußballmatch oder zu einem Konzert, sondern zum dreitägigen Kongress der Zeugen Jehovas. Aus ganz Europa treffen sich hier die Mitglieder, um Vorträge zu hören und gemeinsam zu beten. Höhepunkt des Events sind Massentaufen, durch die neue Zeugen Jehovas aufgenommen werden. Ehemalige Mitglieder gehen aber mit der in Österreich seit 2009 anerkannten Glaubensgemeinschaft hart ins Gericht. Sie sprechen von sektenähnlichen Zuständen und Ächtung, wenn anders gelebt wird, als es die Lehre erlaubt, berichten Christoph Benders und Christoph Seibel. Der jährliche Kongress der Zeugen Jehovas im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Diese Bilder wurden 2014 gedreht. Bis zu 20.000 Zeugen aus ganz Europa treffen sich hier zum gemeinsamen Beten. Eines der Highlights sind Massentaufen, Ritual, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu betonen. Ich habe die Bibel studiert und ich weiß, dass die Wahrheit ist. Und jetzt habe ich mich entschieden, mich taufen zu lassen, weil ich möchte für immer Jehova dienen und das ist mein Wunsch. Ja. Jetzt haben wir es endlich geschafft und jetzt kommen wir zur Familie dazu. Es ist voll schön. Abseits großer Events treffen sich die Zeugen Jehovas mehrmals wöchentlich in sogenannten Königreichsälen, wie hier in Baden bei Wien. Ein Leben für die Religion, wie uns versichert wird. Für mich bedeutet ganz Leben. Das ist etwas Bestes, was ich erlebe in meines Leben. In der vierten Generation Zeuge Jehovas. Mhm. Das Schöne daran ist, dass jeder die Freiheit hat, sich dazu zu entschließen. Also bei uns gibt es keinen Zwang. Unser Glauben ist durch die Bibel bestimmt. Und ja, daran halten wir uns. Das ist unser Lebensweg. Ja. Jahrelang war das auch der Lebensweg von Familie Jagarinek, die wir in Baden bei Wien besuchen. Können Sie sich erinnern? Gemeinsam in die Versammlung gegangen sind. Das Studium von Wachtürmen, Zeitschriften der Zeugen Jehovas, war fester Bestandteil des Familienlebens. Ein Zeuge Jehovas wird immer darauf hingewiesen, dass er auswärts nicht irgendwie forschen soll über die Zeugen Jehovas. Ich habe das lange Zeit akzeptiert und auch war selber der Überzeugung, dass es so ist. Doch in der letzten Zeit habe ich dann gemerkt, selber irgendwie, dass einiges da drinnen nicht passt. Vor 2 Jahren entschließt sich die Familie, der Religionsgemeinschaft den Rücken zu kehren. Nach einer Zeit, in der die Religion alleiniger Lebensinhalt ist und auch das Sozialleben bestimmt. Die Kinder Tamara und Patrick sind in das religiöse System hineingeboren worden. Seit sie denken können, müssen sie Opfer bringen, um von der Gemeinschaft akzeptiert zu werden. Ich hatte zum Beispiel jetzt eine Freundin außerhalb der Zeugen Jehovas. Das war meine beste Freundin, wir kennen uns seit dem Kindergarten. Und vor meiner Taufe, das war mit 14 Jahren, hat mir dann ein Ältester bei den Zeugen Jehovas gesagt, dass, bevor ich mich taufen darf, mit ihr den Kontakt abbrechen muss. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, sonst hatte ich nie jeglichen Kontakt zu oder Freundschaften mit Andersgläubigen. Familie Jagarinek ist jahrelang eine Vorzeigefamilie der Zeugen Jehovas. Vater Robert Jagarinek wird selbst in die Religionsgemeinschaft hineingeboren. Die Kinder werden streng nach der Lehre erzogen. Mittlerweile sieht Familie Jagarinek in gewissen Praktiken sektenähnliches Vorgehen. Schon den Zeugen Jehovas den Rücken zu kehren, erfordere Mut. Vor allem aufgrund der sozialen Konsequenzen. Wenn ich zum Beispiel in Wien durch die Innenstadt spaziere und meine damaligen besten Freunde zufällig an mir vorbeigehen, tun sie so, als würde ich gar nicht mal existieren, schauen mich nicht mal an. Also ich bin wie Luft quasi für die. Und dann bleibe ich stehen und warte irgendwie auf eine Reaktion, aber es kommt nichts. Es ist schon sehr schmerzhaft. Ja, man ist verloren. Also man ist einfach, man steht da und denkt sich, ja, wie geht's jetzt weiter? Das dauert sehr lang, bis man da die Kräfte sammeln kann. Und ja, psychisch eine sehr, sehr starke Belastung. Ja, es ist, weil eben so viel wegbricht und man sich das Ganze neu aufbauen muss. Den Austritt gewagt hat auch René Peknitsch. Er ist den Zeugen Jehovas auf Initiative seiner Mutter im Alter von 14 Jahren beigetreten.
Hier im Praterstadion hat er selbst viele Kongresse der Zeugen Jehovas miterlebt. Die Lehre ist für ihn lange Lebensinhalt, bis er zu zweifeln beginnt. Verbreitet werden die Glaubensinhalte, an die sich alle Zeugen Jehovas zu halten haben, über die Zeitschriften Wachturm und Erwachet. In diesen erkennt er zunehmend Widersprüche. Im Wachturm vom Jahr 1994 stellen Sie selbst die Frage, sind Jehovas Zeugen eine Sekte? Und Sie schreiben hier, Sektenmitglieder kapseln sich oft von Angehörigen, Freunden und sogar von der Gesellschaft im Allgemeinen ab. Ist das bei Jehovas Zeugen der Fall? Sie leben weder in Kommunen, noch kapseln sie sich von Verwandten und anderen ab. Im selben Wachturm heißt es dann nur ein paar Seiten weiter, unter dem Abschnitt Wahre Abstand, wenn Gefahr droht. Wir sollten uns auch vor vermehrtem Umgang mit Weltmenschen hüten. Dabei könnte es sich um Nachbarn, Schulfreunde, Arbeitskollegen oder Geschäftspartner handeln. Wir möchten ein offizielles Interview der Zeugen Jehovas zum Thema einholen, das uns von deren Pressestelle verweigert wird, weil im Beitrag ehemalige Mitglieder zu Wort kommen. Wir bitten um eine Stellungnahme per E-Mail. Darin heißt es unter anderem: Individuelles Versagen und persönliche Probleme ehemaliger Mitglieder werden häufig dadurch kompensiert, dass der ehemaligen Religionsgemeinschaft die Schuld dafür gegeben wird. Für den Psychologen Martin Fehlinger von der Sektenberatung in Wien ist dieses Vorgehen bezeichnend. Er hat immer wieder mit ehemaligen Zeugen Jehovas zu tun, die unter sozialer Isolation leiden. Wenn die Zeugen damit argumentieren, dass Andersdenkende oder Personen, die ausgestiegen sind, versagt haben, dann scheint Glaube etwas mit Leistung und mit Leistungsdruck zu tun zu haben. Ja? Also Personen, die erkennen, dass möglicherweise das eine oder andere doch für sie nicht so ist, wie es ihnen dargestellt wurde, die sollte man sehr wohl auch ernst nehmen. Und die derartig abzukanzeln, indem man sagt, also das ist ja nur aus der Frustration heraus, und das zu pauschalieren und für alle Aussteiger geltend zu machen, zeigt ein Stück weit, wie die Verantwortlichen hier denken. Wir versuchen, mit Mitgliedern ins Gespräch zu kommen und warten vor einem sogenannten Königreichssaal, bis wir von einem Ältesten, wie man die lokalen Leiter der Religionsgemeinschaft nennt, des Platzes verwiesen werden. Ein offizielles Interview bekommen. Darf ich Sie so nichts fragen? Nein, derzeit nicht. Ja, wir bedanken uns, dass ihr da wart. Aber das läuft eigentlich offiziell und das ist nicht so vorgesehen. Sind Sie der Älteste hier? Ich bin ein Ältester hier, ja. Das ist richtig. Ja. Darf ich Sie eine ganz kurze Frage? Das läuft offiziell, so wie ich es Ihnen gesagt habe, über die jewe.org. Bitte melden Sie sich dort an. Das ist ganz einfach. Okay? Das heißt, Dankeschön. So gibt es keine Stellungnahme? Nein, derzeit nicht. Gut, ja. Vielen Dank. Wiederschauen. Danke, Wiederschauen. Die Zeugen Jehovas sind seit 2009 anerkannte Religionsgemeinschaft in Österreich. Für solche Anerkennungen zuständig ist das Kultusamt. Wir fragen nach, wie dort mit dem Vorwurf der Einflussnahme auf das Sozialleben der Mitglieder umgegangen wird. Dieses Thema ist von ehemaligen Mitgliedern der Zeugen Jehovas immer wieder an uns herangetragen worden, ja. Wie gehen Sie damit um? Was denken Sie sich da? Das ist eine Sache, die muss zwischen den einzelnen Personen geklärt werden. Solange hier keine rechtswidrigen Handlungen vorliegen, ist das für uns keine Angelegenheit, die den Staat berührt. Ab wann würde es den Staat berühren? Was müsste da passieren? Also auf hypothetische Spekulationen lasse ich mich nicht ein. Weltweit haben die Zeugen Jehovas 8 Millionen Mitglieder. Die Zeitschriften werden in 884 Sprachen zur Verfügung gestellt. Zentrale Annahme der Lehre ist, dass es zu einer Endschlacht kommen wird, die nur Gläubige, also Zeugen Jehovas, überleben werden. Armageddon. In dieser Schlacht vernichtet Gott alles Böse. Übrig bleibt ein Paradies für die Zeugen Jehovas. Ein genaues Datum dafür gibt es derzeit nicht, nachdem bereits 1914, 1925 und zuletzt 1975 vergeblich darauf gewartet wurde. Oberstes Organ der Zeugen ist die sogenannte leitende Körperschaft. 7 Personen, die nach Lehre der Zeugen Jehovas in direkter Verbindung zu Gott stehen. Was sie sagen, gilt. So auch die Aufforderung, so oft wie möglich zu spenden, um in der Gunst Jehovas zu steigen. Da kommt halt vor, Versicherungen, Lebensversicherungen, Grundstücke, Häuser, Gold, Schmuck, ganz einfach.
Ja, alles wird einfach angenommen. Zum Schluss wird dann noch angeführt, dass man zur Spende einen kleinen Brief aufsetzen soll, wo man tatsächlich mit Überzeugung das gemacht hat und aus freiem Willen das gemacht hat, damit die Organisation dann keine Schwierigkeiten bekommt oder damit ich mich im Nachhinein dann nicht beklagen kann, ich habe mir es anders überlegt, ich will doch nicht spenden. Familie Jagarinek hat im sogenannten Königreichssaal in Baden nicht nur gebetet, sondern auch tatkräftig beim Bau des Saals mitgeholfen, der bald verkauft werden soll. Arbeitsleistung gilt auch als Spende. Für Familie Jagarinek ist der Wachturmkonzern ein Unternehmen. Einfach so einen Bau mit freiwilliger Hilfe aufzubauen, so wie ich zum Beispiel den ganzen Zaun von da vorne bis nach hinten geschweißt habe hier unten im Keller. Ich habe das als Vorrecht gesehen natürlich, dass man da mitwirken darf und man hat sich halt mit Hingabe dem Ganzen gewidmet. Auch René Peknic hat mitgeholfen, einen sogenannten Königreichssaal zu bauen, der mittlerweile verkauft wurde. Peknic meint, ein System ausgemacht zu haben, wie die Organisation an Geld kommt. War es früher der Verkauf der Zeitschrift Wachturm, seien es jetzt Immobiliengeschäfte. Wenn diese Säle fertig sind, gehen sie dann über in das Eigentum der Wachturmgesellschaft. Die kann dann darüber frei verfügen. Und irgendwann, wenn es ins Konzept der Wachturmgesellschaft passt, wird dieser Saal wieder verkauft. Natürlich mit Gewinn, weil dort jetzt ein schön, gutes, gepflegtes Gebäude draufsteht, wo dann andere Firmen, Betriebe oder so weiter sehr großes Interesse zeigen. Anerkannte Religionsgemeinschaften sind von der Grundsteuer auf Sakralbauten befreit. Hat der Bau und Verkauf von sogenannten Königreichssälen-System? Auch da enthält das Gesetz Regelungen, weil gesetzlich anerkannte Kirchen- und Religionsgemeinschaften dürfen ihre Gelder nur für religiöse Zwecke bzw. damit verbundene Zwecke, beispielsweise soziale Zwecke, ausgeben. Ein reines Wirtschaftsunternehmen damit wäre daher nicht zulässig. Aber so einen Fall haben wir noch nie gehört. Hören Sie auch das erste Mal? Naja, hören sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ich höre natürlich sehr viel, mir wird sehr viel erzählt und es wird ja sehr viel geredet. Und ich lese auch Zeitungen, schaue Ihre Sendungen, wo diese Dinge natürlich vorkommen. Aber also ganz konkrete Nachweisdinge oder Ähnliches wurden uns nie dargelegt. In Österreich gibt es, wie unsere Recherchen ergeben, derzeit insgesamt 450 sogenannte Königreichssäle. Für Familie Jagarinek ist es jetzt das größte Ziel, vom Status einer Vorzeigefamilie der Zeugen Jehovas ins Leben zurückzufinden. In ein Leben ohne Druck und ständige Vorschriften. Also ich muss jetzt sagen, es sind jetzt ungefähr 2,5 Jahre her, dass wir die Zusammenkünfte nicht mehr besuchen. Und erst jetzt fängt es wirklich an, langsam psychisch besser zu werden. Ja. Also hat schon gedauert. Ja. Ich fühle mich jetzt auch noch nicht komplett wohl. Aber ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, ja.